Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom FM215. Wir machen heute weiter mit Vorbereitung und ein bisschen Europameisterschaft schauen. Es gibt ein bisschen was Neues. Ich habe ein paar Tage nach vorne simuliert. Wo fangen wir denn an? Mit einem Punkt, der mir wichtig ist. Und zwar, ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, was so möglich wäre. Und ich habe mal gesehen, man könnte locker mal neue Trikots nehmen. Ich meine, es macht einen kleinen Part aus. Einen sehr kleinen, aber gerade so bei Fußballspielen, wo es über längere Saisons geht, ist so ein kleiner Trikotwechsel immer so ein bisschen was, was mir einen kleinen Anreiz gibt. Beim HSV kannst du ehrlich gesagt nicht so viel machen. Also entweder ist beim Auswärtstrikot entweder blau oder schwarz dran und beim dritten Trikot ist entweder mal was Ausgefallenes dran oder halt ein Rotton, und beim Heimtrikot kannst du eigentlich fast nichts machen, bis auf das Template ändern. Das habe ich auch mal gemacht und mir sind diese drei Trikots jetzt mal reingefallen. Ich nehme mal sehr doll an, dass die hier nicht final sind. Also ich nehme ordentlich im Voraus auf, um euch das mal zu verdeutlichen. Heute ist für mich der 1. Mai. Ich glaube, die Folge ist geplant ungefähr am 20. so um diesen Tag rum. Ich weiß nicht genau welchen, weil ich nicht weiß, wie viele Folgen ich jetzt so gerade wirklich drauf habe. Ich werde, denke ich mal, zwischenzeitlich irgendwo mal bei Twitter oder bei Facebook gefragt haben, welche Trikots ich denn jetzt so nehmen soll. Ich denke mal, neue Trikots wird es hundertprozentig geben, aber das sind jetzt hier zum Beispiel die, die ich mir jetzt so in ein paar Minuten Photoshop-Arbeit zusammengeschustert habe und die mir dann ganz gut gefallen haben. Und ja, das wollte ich mal sagen. Können wir vielleicht für die nächste Saison auch machen, oder wenn irgendeiner zum Beispiel richtig Bock hat, was ich aber nicht glaube, wer macht sich schon die Arbeit, dann kann er ja irgendwie meinen, ja, ich bin hier Fan von Köln und ich mag deine FM-Serie und ich mag Trikots bearbeiten. Hier nimm mal die drei Trikots, dann haben wir auch mal neue oder sowas. Also von mir aus so ein bisschen interaktiver das Ganze gestalten. Aber das hier wollte ich mal so kurz anmerken. So, was gibt es hier für ein FM-Neues? Wir können unsere Saisonziele jetzt festlegen. Da haben wir drei Optionen: Champions League Qualifikation, was mein persönliches Ziel ist, den Titelkampf oder sogar als Sieger. Also, ganz ehrlich, ich glaube, dass hier Titelkampf und Sieger wären ein bisschen zu weit hergeholt. Wir kommen von Platz 16, das dürfen wir nicht vergessen. Die erste Saison war ein großes Geschenk und die zweite war sehr gut von uns gemacht, mit einem kleinen Hänger zwischendurch. Aber Champions League Qualifikation sollte schon sein. Unser Jugendspieler wurde von der U19 zu unserer U23 befördert, weil er alt genug ist. Ich habe Welker, Tahiri und Faker zur Leihe angeboten. Bisher kam noch kein Angebot rein. Auch für Sorg kam noch kein Angebot rein. Der Spielplan wurde veröffentlicht für die Bundesliga. Den schauen wir uns jetzt mal an. Wir starten gegen Fortuna Düsseldorf am 20. August wahrscheinlich. Bayern eröffnet als Meister gegen Hertha. Danach geht's für uns sofort ins Nordderby. Das Nordderby ist für uns irgendwie immer ziemlich früh irgendwie. Dann Dortmund und Leverkusen, Leipzig, die ja aufgestiegen sind, Stuttgart. So, kann man zum Beispiel noch, warte mal, 21. September. Ich würde gerne sehen, was die letzte Partie im Jahr ist. Das müsste ja so um den 20. Dezember, 17. Dezember. Daher geht es für uns gegen Frankfurt, letztes Saisonspiel, also gegen Frankfurt. Wenn sie genauso gut spielen wie im letzten Jahr, dann wird es wahrscheinlich wieder um Europa gehen in diesem Spiel. Dann, ich habe eine kleine Überraschung noch, wo ich gerade gesagt habe, dass Tahiri zur Leihe angeboten wurde. Ich habe mit Tahiri verlängert, und zwar um 2 Jahre. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wo ist das überhaupt? Man, habe ich so viel gemacht? Hier, Tahiri unterschreibt meinen Vertrag. Bis 2019 hat er unterschrieben. Also 2 Jahre länger als sein üblicher bzw. noch laufender Vertrag zuvor. Damit möchte ich halt jetzt bezwecken, dass er halt wirklich ausgeliehen werden kann. Ich meine, er ist erst 19, er wird zwar dieses Jahr noch 20, aber er kann noch so viel erreichen, und das, was er bisher bei uns gezeigt hat, war halt nichts, und ich muss ihn halt einfach ausleihen, damit er halt mehr Spielpraxis in der oberen Liga bekommt. Wir schauen uns gleich noch die Euro an. Dann, Frankfurt hatte halt ein Angebot für Sorg abgegeben, aber da ist nichts mehr rausgekommen bisher. Copa America ist kein Spieler von uns dabei, also kein Lodeiro zum Beispiel. Und Green ist ja dann kein Spieler mehr von uns,
Von daher eher nicht so wichtig. Die Rückblicke nochmal auf die Bundesliga und auf die zweite Bundesliga. Enttäuschendstes Team ist Freiburg als Absteiger. Auf Platz 9 war es, glaube ich. Dritte Liga dann mit Wien Wiesbaden. Quatsch. Würzburg als Überraschung der Saison und enttäuschendstes Team ist Cottbus. Aufgestiegen in die dritte Liga sind übrigens Magdeburg, die zweite Mannschaft vom VfL Wolfsburg und noch irgendeine Mannschaft. Das müssten wir doch bestimmt in der Vorschau sehen. War es Saarbrücken? Zwickau? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da auch so ein bisschen was. So, unsere U19 nimmt die Liga-Einladung für so ein. Ach so. Ja, klar, unsere U19 die Liga-Einladung an. Also wir könnten natürlich auch unsere U19 abmelden, machen aber natürlich nicht, vor allem unser Vorstand macht das. Und Geis, ja, der hat ein Angebot von uns und von Schalke bekommen und Mainz hat das Angebot von Schalke angenommen. Ich habe mal geschaut und es wären ungefähr 11 Millionen, die Schalke geboten hat. Ich habe übrigens im Vergleich 6 Millionen geboten, aber auch nur so lose mal angefragt. Ist ganz schön viel für ein Absteiger, klar, hat viel Talent. Ist auch noch sehr, sehr jung. Aber ich glaube nicht, dass er mir 11 Millionen wert ist. Und deshalb werde ich das hier dann auch lassen. Und ihn nicht verpflichten. Spieler des Jahres von unseren Fans gewählt ist Berami. Ihr könnt ja mal ruhig in die Kommentare schreiben, wer für euch der Spieler der Saison im letzten Jahr war. Für mich ist es eigentlich auch Berami, weil er halt so viel abgeräumt hat. Unsere beste Elf wurde auch bekannt gegeben, aber das sagt ehrlich gesagt nicht so viel aus, weil hier auch bei Beste Elf aller der Zeiten nur diese zwei Saisons jetzt drin waren. Also ich bezweifle stark, dass Westermann, Diekmeyer und Brunszöllner jemals in der besten Elf aller Zeiten beim HSV wären. Also, nee, niemals. Gerade nicht Westermann oder so. Aber naja, das geht ja hier nicht anders. Und ansonsten, ja, gab es nicht viel Neues. Schauen wir uns mal die Euro an, die ja gerade noch läuft. Ich glaube, wir haben jetzt den Tag, wo die dritten Gruppenspiele anstehen. Das wollte ich nicht machen, ich wollte auf Deutschland gehen. So, UEFA Euro. Also, Tschechien ist momentan Gruppenerster. Hier seht ihr, wir haben überall schon zwei gespielte Spiele. Schweiz sehr enttäuschend mit unserem Scher und unserem Berami. Russland gegen Ukraine nicht ganz so gut aktuell, aber hier ist noch ein Spielchen zu spielen. Wer bisher enttäuschend ist, ist Portugal, haben nur 2 Punkte, Belgien hat 3, Schweden hat den dritten Platz hier. Was gab es so an Ergebnissen bisher? Jetzt habe ich hier komplett weit vorgespult eben. Was hatten wir denn zuletzt? Das haben wir, glaube ich, gesehen. Ja, das haben wir auch noch gesehen. Dann Österreich 2-1 gegen England. Mann, 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 England ist aber auch extrem enttäuschend. Mazedonien auf 1. Ich glaube, wir sollten uns mal ein paar mazedonische Spieler anschauen. Aber England ist ja haarsträubend enttäuschend. Niederlande 0-0 gegen Griechenland ist auch ziemlich enttäuschend. Schottland 3-1 gegen Schweiz ist auch ziemlich hart. Frankreich gewinnt hier. Kroatien gewinnt. Ukraine gewinnt. Dann hatten wir noch Tschechien, Schweden 1-1, Spanien gewinnt 2-0 gegen Dänemark, Serbien 2-1 gegen Bosnien, Portugal 0-0 gegen Deutschland, Belgien 3-0 gegen Türkei, Italien, wer hat die Tore gemacht? Gabbiadini, Destro, Verratti, Mazedonien, was geht mit denen ab? Ist ja unglaublich, wie die hier pushen. Popov. Richtig gut anscheinend bisher. Das ist nicht schlecht, vor allem die gewinnen ihre Spiele auch vollkommen verdient. Schottland 2-2 Niederlande. Wow, Lenz nach 5 Minuten, das war ja auch selten dämlich. Kann man sich das anschauen? Ja, leider nicht. Schade, hätte ich mir jetzt gerne angeschaut, wer mit was für einer dummen Aktion er dann bitte geflogen ist. Dann haben wir noch hier nichts. Griechenland, Schweiz, Mensch, die Schweizer, die sind schon raus wahrscheinlich jetzt, ne? Können sie noch? Schweiz. Nö. Sind raus. Können nach Hause fahren. Super. Damit haben wir dann nur noch Arslan und der kann auch nach Hause fahren. Wenn nichts Großes passiert mehr. Das ist natürlich herb enttäuschend dann irgendwie. Aber gut. So, ich habe ein Freundschaftsspiel mal angesetzt gegen Austria Wien, noch gegen ein paar andere. Gündogan wechselt zu Manchester United. 33 Millionen. Kovacic wechselt zu Chelsea 38 Millionen.
Hurricane von den Spurs zu Hull City, Wisdom zu den Spurs für 9 Millionen, Zaha zu Queen's Park 7,2 Millionen, Oxlade Chamberlain zu City, Arsenal verkauft er sehr gerne an City 22 Millionen. Naja, in 10 Tagen geht es dann auch für uns los mit dem ersten Freundschaftsspiel gegen unsere zweite Länderspielbericht. Also, was? Cher hat nicht gespielt? Warum hat denn Cher nicht gespielt? Wer spielt denn bei denen da gerade in der Innenverteidigung? Kann man hier zufällig. Klose, es ist ja Tim Klose und Jim City von Zürich. Okay. So, Gehaltserhöhungen. Oh, das sind viele, aber das haben wir leider auch so ausgehandelt. Berami ist natürlich derjenige, der am meisten reinsticht. Dann Nikolai Müller. Diki. Ja, das sind halt schon ordentliche Zahlen, aber gut, das haben wir halt auch wirklich so ausgehandelt. Oh, der sieht aber interessant aus. So, Supercup spielen wir gegen Bayern am 9. August. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen umstellen in unserer Vorbereitung. Aktueller Titelträger ist Turin, die haben sich dann wahrscheinlich gegen wen auch immer durchgesetzt. Gegen wen eigentlich? Gegen City. Und zuvor gab es dann Madrid gegen Sevilla halt. Am 9. August, okay, am 9. August, am 9. August. Hier Supercup. Das ist aber auch ein bisschen doof gelegen. Ja gut, DFB-Pokal, das passt schon. Dann werde ich mal das U19-Spiel ein bisschen verlegen. Ach Quatsch, das ist so 23. Dann kommt mal. Ja, gut, eben gemacht. Jetzt kann es schon wieder weggemacht werden. Das Spiel ging aus Trevin. Also hier möchte ich jetzt auf jeden Fall. Ey, ich möchte es gerne weghaben. Please. Nee, nee, nee. Hier. Absagen. So, und. Pfui. Dann noch das ging aus Trevin. Schade, aber geht ja nicht anders. Vielleicht werden wir noch eingeladen. Von irgendjemandem gibt es auch ein bisschen Kohle für uns. Nicht, dass wir es aktuell nötig hätten. Aber besser ist besser. So, U19. Freitag passt es dann? Ja, doch, eigentlich schon. Wir müssen dann auch so langsam in den Wettbewerbsmodus kommen. Von daher, null Problem, denke ich mal. Sorg lehnt auf Freiburg ab. Das ist ein bisschen sehr dumm, was Sorg macht. Aber da können wir leider nichts machen. Southampton möchte Arslan bieten 6,1 Millionen. Das ist natürlich ein bisschen sehr lächerlich. Also minimal würde ich ihn für 30 Millionen abgeben. Das ist natürlich Schwachsinn, dieses lächerliche Angebot. Ja, und Greens Vertrag läuft, wie gesagt. Wieso sagt Paul Breitner mir das? Müsste es nicht mein Scout mir sagen? Ach, na gut. Also wie gesagt, Green, ne? Ist ja geplant. So, Stuttgart möchte Sorg. Vielleicht können die ihm jetzt mal das Geld geben. Ich hoffe mal. Weil so langsam kotzt mich das an, dass Sorg einfach nicht gehen möchte und halt immer Geld möchte von den anderen von mir und den anderen Vereinen. Sondern sich halt mal ein bisschen am Riemen reißen, dass er das halt nicht macht. So, gucken wir mal, was bei der Euro so abgeht. Müsste jetzt wieder ein bisschen fortgeschritten sein. Deutschland ist auf jeden Fall weiter. Schweden raus, Nordirland raus. Das hatten wir uns hier, glaube ich, zuletzt angeschaut. Also Frankreich, Tschechien ist aber auch sehr gut dabei. Dänemark raus, Serbien und Spanien weiter. Serbien mit einem 1-1 gegen Dänemark. Dann Belgien und Deutschland weiter, Türkei raus, genauso wie Portugal. Wer ist denn bisher bei Belgien der beste Schütze? Wie, was? So wenig Tore haben die nur gemacht bisher? Okay, na gut, ist ja legitim, solange man die Punkte holt. Italien 3-3 gegen Österreich. Mann, was ist mit den Ösis los? Balotelli, Hattrick, okay. Haben die sich damit noch. Nee, haben sich keinen zweiten Platz geholt.
England immerhin 4-0 dann gegen Mazedonien. Also Mazedonien ist komisch. Hatten jetzt anscheinend zwei starke Spiele und die haben denen dann gereicht, oder was, wenn sie dann 4-0 von den wirklich sehr enttäuschten Engländern weggehauen werden. Aber wenigstens nochmal ein Achtungserfolg für England, ehe man dann jetzt halt komplett rausgekickt ist. Volland hat nur 15 Sekunden beim Spiel gegen die Türkei gebraucht. Das neue Rekord. Und Gais wird für 10,75 Millionen zu Schalke wechseln. Naja, warum auch nicht? Sorg bestätigt Stuttgart-Wechsel, das ist sehr gut. Hat er sich also mit denen dann endlich mal geeinigt? Akzeptieren wir natürlich. Sorg, schade, aber bist ein super Spieler. Ja, fantastischer Spieler. Bist wieder willkommen hier. Viel Glück für die Zukunft. Und damit haben wir die Baustelle auch gelöst. Dann heißt es Tschüss für Sorg, der gehen wird. Habe ich ihn hier noch überhaupt noch drin? Ja, hier unten. So, ich habe übrigens schon so ein bisschen einen obligatorischen Kader gemacht. Also, dann müssen wir jetzt gleich nur noch Rajkovic zur Leihe anbieten und einen guten Verein für ihn am besten finden. Das mache ich aber erst wieder am 1. Juli. Und mal kurz überlegen. Also, Rechtsverteidiger haben wir da. Also, warte, hinten fangen wir an. Tor geplant, Adler, Brunst, Söllner. Rechtsverteidiger geplant, Diekmeyer. Dann Wallenborn, Mode. So in diesem, eher Mode dann, Wallenborn. Dann Innenverteidigung, Tarsier. Wen dann? Also, Föhrenbach kommt zurück. Welker würde ich gerne verkaufen, weil ich glaube nicht, dass er noch so viel bei uns leisten wird. Föhrenbach kommt zurück. Dann haben wir noch Westermann und Kleber. Also, da müssen wir nicht unbedingt was machen. Linksverteidiger Oscholek gesetzt. Dann hätten wir noch Wallenborn. Und Fegerd, der aber gerne verliehen werden sollte. Machen wir es mal ein bisschen unkomplizierter und schauen uns einfach mal die Position an. Defensives Mittelfeld sollte so passen mit Berami, Vogt und Steinmann. Dann im ZM Arslan gesetzt natürlich. Vielleicht sollten wir noch was, also wir müssen glaube ich noch was im ZM machen. Wenn ich wieder des Öfteren 4-3-3 spiele, dann ist natürlich einer gesetzt, das wäre Berami. Und wir hätten dann im besten Fall Arslan und Vogt. Backup Nummer 1 ist Steinmann, aber danach nix. Also entweder ein Talent, was ich jetzt gerade bevorzugen würde. Müssen wir kurz gucken, ob wir da vielleicht was in den eigenen Reihen haben oder was kaufen. Links Rafa gesetzt. Wobei am Anfang erstmal Beister, weil der so gut gepusht hat in der letzten Saison. Dann Melvin Kohl als Backup vom Backup. Rechts haben wir dann natürlich Nikolai Müller gesetzt. Und Kohl, so wie Beister, können das auch. Rafa nicht unbedingt gesetzt. In der Zentrale ist Pledel gesetzt. Lodero dahinter. Van der Vaart müssen wir mal schauen, ob er noch geht oder nicht. Das wird, glaube ich, darauf ankommen, ob da überhaupt jemand möchte. Und vorne muss ich jetzt auch nochmal überlegen. Also Lasogga ist gesetzt. Und wir haben dieses Jahr gut gepokert, also letztes Jahr gut gepokert, indem wir halt Lasogga, Rudnevs und Müller hatten. Ist die Frage, Müller ist natürlich immer gesetzt auf rechts. Was ist, wenn ich Rudnevs verkaufe? Dann wäre der erste Ersatz Nikita Bonda als reiner Stürmer. Da sollte man vielleicht auch noch was machen. Ist ein bisschen schwer, weil Rudnevs ist jetzt auch nicht so der Spieler, der unbedingt auf der Bank sitzen sollte. Das ist ein bisschen schade. Übrigens, eben gerade noch kurz vergessen, in der Mitte hinter Pledel ist natürlich auch Demirci als Backup eingeplant. Verträge laufen aus, ja, das ist uns unwichtig. Ferreira Carrasco wird uns angeboten. 14,25 Millionen brauchen wir nicht. So, das sind unsere Transfers, die bisher feststehen. Also Wallenborn kommt, Rajkovic kommt, Demici kommt, Mode kommt, Gentner kommt für unsere U19, Geist kommt nicht und Sorg geht. Also ein ZM sollten wir uns auf jeden Fall noch holen. Das ist mein Wunsch. Und dann am besten noch ein Stürmer. So, mal schauen, was haben wir. Wir haben ja sowieso so viel hier auf unserer Wunschliste. Mal schauen, Position, einen zentralen Mittelfeldspieler.
habe ich Yannick Gerhardt, an dem wir schon Ewigkeiten dran sind, und Gaudino. Und dann Torjäger Mausbeck, wieso habe ich den nicht gescoutet? Mal kurz gucken. Das sind aber alles wirklich sehr, sehr junge Kerlchen. Also, ich glaube, der Älteste auf meiner Watchlist ist halt wirklich Yannick Gerhardt. Ich habe so früh mein Freundschaftsspiel schon gegen die zweite. Kann ich noch gar nicht meine neuen testen. Das mache ich dann gegen den TSV Schwachhausen. So, U19-Kader für die U19-EM. Was haben wir denn so dabei? Faker ist dabei, sehr schön. Paslak ist dabei, noch schöner. Köhlert ist dabei, sehr, sehr schön. Und Krol ist dabei, das ist auch sehr, sehr schön. Finn Porat ist auch dabei, das ist ebenfalls richtig schön, das ist gut. Selalem ist immer noch U19? Meine Fresse. Vertrag läuft aus, aber bei Brentford, ne? Ja. Das hätte mich jetzt auch sehr schwer gewundert. Weil, warte mal. Sollte man sich vielleicht mal überlegen, mal scouten, vielleicht kriegen wir den ja billig. Sonst. Der Yate, den hatten wir uns ja auch schon angeschaut. Der Salika Keita, der sieht so unfassbar gut aus, irgendwie für sein Alter. Ich meine, der ist 15. Der sieht so gut aus. Kraft muss besser sein, aber Sprungkraft natürlich auch. Aber der sieht so gut aus. Ich meine, der ist 15. Aber ich habe ja schon nachgefragt. Stuttgart möchte hier für den irgendwie so 900 Millionen. Ja, 63 Millionen. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Fünf Spieler, wie gesagt, sind für unsere U19 in Deutschland dabei. Wir haben keinen anderen aus Länder, der dabei ist. Wir haben, glaube ich, auch nur Deutsche in unserer Jugendabteilung. Oder? Ich habe gar keine Länder. Nation, Nation. Kurz hier reinschieben. Aber wir haben Bosnien mit Arnel Bihorac. Der sieht auch nicht wirklich gut aus. Gut, Gaudino. Wohl nicht verkaufen. Gerhard wohl nicht verkaufen. Ja klar, jetzt wo er wieder aufgestiegen ist, hat er natürlich ein besseres Argument. Das sieht eigentlich auch schon. Ja, vor allem kann er so viel spielen, ne? Aber auch nicht so viel gut. Hat er zu. Ist er eigentlich noch hier? Ne, ist nicht mehr Dicke mit Vogt. Das Lieblingsverein Köln, das könnte ein bisschen im Weg stehen. Mauersberger 2 Millionen. 3 Millionen. 4 Millionen. Angebot zu einem Freundschaftsspiel. Einladung wurde zurückgezogen. Warum? Das sieht doch hier ganz gut aus. Wen haben wir noch? Duisburg würde gerne. Ach so, wir können es gar nicht ablehnen wegen Paslak. Ja gut, müssen wir es natürlich annehmen und das nehmen wir auch noch an. Wir müssen dann natürlich schauen, dass wir das nicht alles ein bisschen zu dicht beieinander machen, aber das mache ich dann alles so. Wow, Gabbiadini. Offscreen. Gabbiadini zu Monaco für 47 Millionen. Flanagan zu Chelsea 17 Millionen. 16 Millionen, ja. Santon zu Liverpool 16 Millionen. Ja, da sind ordentliche Transferbeträge dabei bisher. Ich glaube, wir haben bisher 3 Millionen ausgegeben, so. Selalem könnte aber wirklich sehr interessant sein. Vielleicht wäre das eine sehr gute Variante für uns. Wie viel wollt ihr denn? 26 Millionen. So, kein neuer Vertrag, was? Der hat doch noch bis vor 18. Nur bis vor 17 Uhr noch? Oh. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ja, sollten wir da mal machen. Kein Kommentar. Ja, machen wir mal lieber jetzt schon. Damit er dann vielleicht, wenn er die ersten Spiele gemacht hat, nicht zu viel verlangt. So, machen wir 3000. Ich würde gerne bis 2021 verlängern. Du wärst sogar Rotationsspieler. Interesse an Kader. Sehr interessiert, sagen wir es so. Ist hier unten auch wichtig. Gehaltserhöhung würde ich gerne rausnehmen, weil du ja dann hier die Gehaltserhöhung nach bestimmter Anzahl von Spielen bekommst. Und zwar nach 15 Spielen. Also eine gute Hinrunde würde schon lang, damit er dann auf, sagen wir mal, 12.000 kommt. Das ist hier ein bisschen zu viel da mit diesen 16.000. Freikaufklausel 60 Millionen reicht. Loyalitätsbonus können wir auf 15k hochschrauben. Was sagst du denn dazu? Warte, das mache ich hier noch kurz ein bisschen runter.
Was sagst du dazu? Okay, möchte mehr Geld haben. Das lehnen wir hier mal ab. Wow, diese 1 Million, ja, jetzt echt, das ist, mit 60 Millionen würden es halt viel schöner aussehen. Gehe ich mal ein bisschen runter auf 4K und hier runter auf 12,5. Findest du gut, finde ich auch gut, dann ist es schön. Dann verlängere doch bitte bis 2021. Wäre sehr wichtig, dass wir unsere Talente weiterhin schön binden. Mann, wie viel wir machen auf dem Transferfenster? Ist auch ein bisschen hart. Aber es sieht, glaube ich, auch nur so viel aus. Ist halt viel in die Zukunft schon wieder investiert. Lieberknecht hat das U23-Aufgebot bekannt gegeben. Nee, wird bekannt gegeben am 16. Juli, okay. Nee. Nee. Okay. Also, wir brauchen immer noch ein ZM. Und immer noch müssen wir überlegen, was wir mit dem Stürmer machen. Ach, DFB-Pokal, erste Runde, Auslosung ist dann auch gleich schon. Deutschland kommt weiter bei der Euro. Zweite Runde Frankreich wird nicht im eigenen Land Europameister. Denn Belgien hat sie rausgeschmissen, Spanien hat Österreich rausgeschmissen, Dänemark hat. Was? Ich dachte, Dänemark ist raus. Dänemark ist doch hier raus. Oder war das mit dem besten Gruppendritten noch? Oder habe ich jetzt was verpasst? Die sind nicht bester Gruppendritter. Hä? Russland? Was? Die waren auch weg. Oder kommen die besten drei weiter? Warum sind dann die ersten beiden grün unterlegt? Russland ist doch hier Dritter. Hä? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall zweite Runde. Dänemark 4-0 gegen Mazedonien, ja, da ist der Traum dann aber schnell weg. Naja, gut. War klar, aber dass Mazedonien das nicht so lange raushält. Tschechien gute Gruppenphase gespielt und dann durch Mitroglous Tor in der ersten Minute rausgeflogen. Deutschland halt 1-0 gewonnen durch Gomez. Gut, dass da Denisov anscheinend sehr dumm war. Müller spielt nicht mal, okay. Sonst Kroatien, Niederlande 1-0 für Niederlande durch Van Ginkel. Ilicic hat sogar gespielt. So, gleich spielen noch Schottland, Italien und Ukraine, Serbien. Teambesprechung zum Anfang dieser Saison. Ja, ich hoffe mal, dass ihr alle einen schönen Urlaub hattet. Meiner Meinung nach sind wir auf dem richtigen Weg, um eine gute Saison zu spielen und ihre Erwartungen zu erfüllen. Das ist doch schön zu hören. Fitnessbericht. Die hatten Verletzung. Ja, aber klar, war ja auch schon vorher verletzt. Green ist kein Spieler mehr für uns. Und Behrami, Asan und Cher kommen übermüdet zurück. Da würde ich sagen, dass ihr eine Woche Urlaub kriegen könnt durch die Euro. Und sonst Trainersitzung. Torjäger wurde uns empfohlen. Asam Balonga, Joselu und Raúl Jiménez. Joselu würde ich gerne mal beobachten. Vertrag auflösen mit Goida? Nö, nö. Jugendtalentbericht, ja, wir kennen unsere Jugend perfekt, gut und auswendig. Vor allem, er bietet uns halt, beziehungsweise er sagt uns halt Spieler, die bei uns nicht spielen können. Weil Pasalac zum Beispiel ist derjenige, der ja am nächsten an der ersten Mannschaft dran ist und er ist halt noch 16, also kann einfach nicht spielen. Er wäre nicht spielberechtigt. Die kommen jetzt alle zurück: Kroll, Föhrenbach, Halbauer, Welker und Porat. Und die Jungs kommen am 5. Juli zurück. Das ist okay. Alles kein Problem. Sollen sich da ein bisschen ausruhen, damit sie da nicht unfit sind. Wir haben schließlich eine sehr lange Saison vor uns. So, wir werden jetzt gleich nochmal schnell unser Freundschaftsspiel gegen unsere Zweite machen. So zum Reinkommen. Dann kriegen wir unsere neuen Spieler alle. Dann ist die erste Runde am Auslosen. Neu. Aber zum Glück nur 10 bis 12 Tage. Das geht gerade noch so. Milanovic. Lass mal lieber. Ich würde erstmal gerne gegen die reine U23 antreten. Ohne Wallenborn. Rundsdöner kann gerne spielen. Oder ist. Ne, Adler ist da.
Gut, dann Scheer natürlich wird ersetzt durch Westermann. Und Zöllner ist halt bei der U23. Sorg sollte nicht eingesetzt werden. Vogt ist jetzt ein bisschen doof. So, Bonder kommt auch noch mit. Da müssen wir noch Diekmeyer ersetzen. Und Arslan und Berami. So, sieht das doch gut aus. Kohl ist noch gar nicht da, deshalb müssen wir den auch noch raushauen. Bisschen abgespeckt hier diese 11, aber ne. Was willst du machen? Das Spiel ist jetzt sowieso jetzt halt nicht das erwähnenswerteste. Von daher nicht so schlimm. Gut, so soll es in diesem Spiel jetzt gleich laufen gegen unsere U23. Und Kevin De Bruyne wechselt zu United. Für wie viel denn? 14,5 Millionen. Das ist aber ein richtig gutes Schnäppchen eigentlich. Also, aber United kauft aber auch eine mit Gündogan dann für 33 Millionen. Und jetzt mit De Bruyne für 14,5 Millionen. Na gut, so. Hier spielt viel. Wir schauen uns mal wieder die Euro an. Was da gerade so abgeht. Europameisterschaft. Und wir sehen Italien weitergekommen. 1-0 gegen Schottland durch Destros Tor. Und Ukraine 3-0 gegen Serbien durch Butko, Rotan und Selesnyov. Hat die Amo gespielt? Ja. Aber Konoplyanka spielt nicht, ne? So, Viertelfinale. Belgien, Dänemark, Spanien, Niederlande, Deutschland, Italien, Griechenland, Ukraine. Aber es ist dann auch schon hart, ne? Dass dann entweder Griechenland oder Ukraine im Halbfinale sind. Deutschland, Italien wird natürlich auch sehr, sehr spannend. Würde ich mich hier gerne anschauen. Ich glaube, das schauen wir uns auch einfach mal an, oder? Wobei, nee, noch nicht. Vielleicht das Halbfinale. So. Wir werden das übrigens so machen wie in den letzten Vorbereitungen immer. Sprich, die ersten Spiele werden einfach nur so angeguckt. So startet unsere U23 Jakobsen. Auf den bin ich mal gespannt. Was der so macht. Mende, Marcos, Jung, Dong-Soo Kim, Cebu, Zöllner, Philipp Müller, Chigi Achigo und vorne Tahiri. Ahmed Arslan auf der Bank, genauso wie Götz. Passt. Brauchen hier keine besondere Ansprache. Hier auch nicht. Warte natürlich einen Sieg gegen die U23 und dann hauen wir hier mal das rein, was wir immer drin haben. Also gerade so die ersten 3 bis 4 Spiele sind halt nur Fitness und Taktik. Da ist das meiste wurscht. Hauptsache, keiner verletzt sich. Egal auf welcher Seite. Und Hauptsache, wir können ein bisschen, vielleicht ein Törchen von unserer ersten Mannschaft sehen. Gerade jetzt auch für Lasogga und Quatsch, für Rudnevs und für ne, größtenteils es wird es darum gehen, in diesem Spiel dann gegen Schwachhausen auch noch, was den Namen, zu zeigen, dass man halt würdig ist, beim HSV zu spielen. Das klingt ein bisschen fies. Rudnevs hatte halt diesen einen sehr guten Run in der ersten Saison und dann hat er sich leider verletzt. Das war das größte Pech, was er haben hätte können. Das war halt so, so bitter für ihn, weil er diesen Riesenlauf hat, er war hundertprozentig gesetzt und dann hat er halt diese Verletzung gehabt für 5 bis 6 Monate. Und dann kam er da natürlich auch überhaupt nicht mehr ran. Also Lasogga war dann gesetzt, Müller hatte auf dieser Position dann zeitweise seine besten Spiele gezeigt bei uns. Und war schon doof. So, Tor für uns. Ja, Lodero. Elfmeter, aber wir hatten den Elfmeter verschuldet. Muss ich gleich mal nachschauen. Ja, guter Elfmeter. Passt. Kann man so machen. Lodero behalte ich, denke ich mal. Hatte ich auch kurzzeitig überlegt, ob ich den vielleicht abgebe. Aber eher nein. Weil er halt ein guter Backup ist. Er kann halt links vorne, rechts vorne, in der Mitte vorne. Aber auch im zentralen Mittelfeld spielen das nächste Tor. Pledel hat ein Tor gemacht, aber war abseits.
Und von daher, so viel kostet er nun auch nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass wenn er jetzt noch 5 Einsätze für die Nationalmannschaft hat, dass er das Sao Paulo oder was Corinthians nochmal 375.000 von uns bekommt. Passiert aber ganz schön viel hier, also der Ticker läuft ja ziemlich heiß. So müsste es passen. Lodeiro und Steinmann sind ein bisschen müde, ja. Pledel auch. Werden dann in der Halbzeit, denke ich mal, rausgewechselt. Hätte jetzt natürlich gerne Vogt gehabt, der sich dann einspielen kann. Aber es wird noch. Und ZM, ja, müssen wir uns überlegen. Ich glaube, bei Gerhard werde ich es nochmal probieren. Ansonsten müssen wir uns einen sehr jungen holen. Also Selalem ist da vielleicht ein ganz interessanter Spieler von Arsenal. Da müssen wir halt ein bisschen pokern. Also vielleicht können wir ihn ja ausleihen mit Kaufoption. Das wäre vielleicht eine interessante Variante. Ohne viel Risiko. Das Problem ist, wenn er aus England kommt, wird er wahrscheinlich viel Geld haben wollen. Und Verteidigung, also Tarsier sind gesetzt, können aber auch nicht jedes Spiel machen. Kleber, Westermann verdient mir ein bisschen zu viel für seinen Status aktuell. Aber er ist jetzt halt auch mittlerweile so, dass er ziemlich viel geleistet hat für den Verein, genauso wie Van der Vaart. Also ich möchte ihn ungern einfach so abschieben. Na, Tor. Pledel mit einer Granate. Ja, der war schön. Hat er gut gemacht, der Pledel. Auf ihn bin ich auch sehr gespannt, jetzt wo er. Oh, da. Nee, da werde ich jetzt schon einschreiten und Steinmann rausnehmen. Van der Vaart. Also, was ich gerade sagen wollte. Pledel wird auch sehr interessant sein, diese Saison, wo er halt wirklich Stamm spielen wird. Er hat meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Spiele letztes Jahr gemacht. So viel waren nicht geplant. Aber dieses Jahr wird es ein bisschen mehr werden, weil er jetzt halt wirklich Stammspieler ist. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ich freue mich auf ihn. Weil jetzt liegt das so richtig los. Auch auf Rafa bin ich natürlich sehr gespannt, der jetzt hier bisher ein, naja, normales Spiel macht. Macht einfach weiter so, Jungs. Passt schon. Aber ich wollte rausnehmen. Und zwar Lodeiro. Dafür kommt Kleber rein. Westermann kommt auf die 6. Und dann nehme ich Pledel raus. Und der Rafa kommt in die Mitte. Beißt auf links. Haben dann noch Rudnevs und Bonda auf der Bank. Und dann für das nächste Spiel gegen den TSV Schwachhausen wird es dann natürlich mit ein paar U23-Spielern weitergehen und so weiter. Maxi Beister mit dem Tor von der Fahrt auf Beister und der gute. Ich habe nichts von einem guten Rechtsschuss sagen wollen. Ziemlich glücklich, Bruno Zöllner. Pech, aber da kann er nichts machen, wenn sein Abwehrspieler da so ein bisschen macht. Sieht gut aus von den Noten. Fitness, Wallenborn und Tah sehen gerade ein bisschen kritisch aus. Oschelek auch langsam, Müller sowieso. Aber es ist nicht mehr viel zu spielen. Haben wir jetzt noch 20 Minuten. Jetzt werde ich noch mal Rudnevs reinbringen. Für Lasogga. Und Wallenborn, Tah sollen dann noch mit Oschelek ein bisschen durchhalten. Genauso wie Nikolai Müller. Das dürfte jetzt kein Problem mehr für die darstellen. Für diese letzten 19 Minuten. Würde mich jedenfalls wundern. Keine Verletzungen. Mal schauen, dass Steinmanns Schlagabkommen nicht so schlimm ist. Rafa bereitet ein Tor vor. Für Nikolai Müller. Das würde ich gerne noch sehen, dieses Tor. Oschalek. Der kommt dann hier auf Rafa. Und schöner Pass hoch auf Müller. So kann das auch gerne in der Bundesliga laufen. 4-0. Unsere U23 gerade so ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, unsere U19 ist viel wichtiger als unsere U23, weil wir unsere U23 halt nicht perfekt kontrollieren können, weil sie halt keine Spielpraxis in der Regionalliga bekommt, weil diese halt nicht spielbar ist, nur halt ziemlich random gemacht wird. Klar hätten wir einen richtig guten Kader in dieser U23-Mannschaft, würde die natürlich auch randommäßig auch nach vorne kommen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. U19 ist viel wichtiger, zumal die auch in der UEFA Youth League spielt.
Bei der möchte ich dann dieses Jahr, dass wir auch mal die Gruppenphase überstehen. Aber da wird es dann halt auch auf die Gruppe ankommen. Nikolai Müller raus auf Wallenborn und der schlägt eine gute Flanke rein auf Rudnevs und das ist schön, dass er ein Tor macht. Der zeigt mir, dass er da ist. Und macht das 5-0. Sehr wichtig. Und dann ist es das jetzt hier auch gewesen. War ein guter Anfang für diese Vorbereitung, Jungs. Jetzt hoffen wir, dass es bei Steinmann nichts kaputt ist. Nope, war auch nicht. Sehr schön. Gut, und jetzt kommen die ganzen Spieler zurück. Und wir beenden dann diese Folge mit der DFB-Pokal-Auslosung. Syrien-Trainer verlässt Posten. Ja, das ist auch sehr. Das ist auch wirklich eine Weltnachricht. Wirklich sehr weltnachrichtmäßig. Ach, es war gar nicht TSV Schwachhausen, sondern TuS Schwachhausen. Ja, das gleiche, irgendwie so. Ich glaube, da wird sich jetzt kein TuS Schwachhausen-Anhänger beschweren. Ansonsten tut es mir sehr leid. So, Teamanalyse ist uns jetzt eher nicht so wichtig. Kroll verlängert seinen Vertrag und uns wird Van Persie angeboten. Was? Der hat keinen Verein. Ah, du möchtest eh ganz viel Asche, ich weiß es doch. Ja, du bist doch ein Arsch. Fuck, Van Persie beim HSV, das wäre es ja gewesen. So, Wallenborn. Ja, Ausleihe wird beendet. Das ist logisch, kommt aber trotzdem zu uns. Wir lassen sieben Spieler ziehen. Götz, Otremba, Jung, Müller, Arslan, Mende und C. werden nicht mehr für uns auflaufen. Diese Verträge laufen alle aus, da werden wir uns im Laufe des Jahres drum kümmern. Wichtig sind in dieser Hinsicht Adler, Westermann, Porat, Köhlert, vielleicht auch Bundzöllner, aber ich denke ja nicht. Jugendverträge sind keine wichtigen dabei. Und jetzt kommen die neuen gleich. Chelsea führt Geldrangliste an. Zeigt mal reichste Vereine. Wir sind auf Platz 25. 1,4 Ist irgendjemand Unerwartetes dabei? Ja, Milan bezweifelt, dass sie so viel Geld haben mit den ganzen Schulden. Aber sonst. Gut, bei Swansea hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel Kohle haben. Aber naja. So, dann bring mal die neuen her. Mit Wallenborn, Gentner, Sorg, dann zu Stuttgart, Rajkovic, Mode und Demirci. Die ganzen jungen Hüpfer. So, Transfermarkt ist damit auch eröffnet. Für uns wird Jonathan Schmid angeboten. Beginn, ja. Sorg verpflichtet, sehr schön. Und diese 5-9 sind jetzt bei uns. Dennis Gentner bitte gleich in die U19. Und Rajkovic gleich anbieten zur Laie. 4 Millionen Marktwert hat er jetzt dadurch bekommen. Mal schauen, ob da jemand dann möchte. Mode dann bei uns. Bin mal gespannt, wie das sich entwickeln wird. Demirci, sehr gute Werte. Wallenborn kennen wir ja schon und Dennis Gentner. Wie gesagt, er soll nur so ein bisschen für die U19 kicken. Das ist jetzt kein Transfer, den ich jetzt auf Zukunftssicht ne, gemacht habe für die erste Mannschaft. Jedweil wechselt endgültig zu Leverkusen für 5,25 Millionen. Pertl, ja, es sind nur unsere Transfers und dann halt der Transfer von Geis noch. Okay. Ich werde mich jetzt gleich offscreen nochmal ein bisschen zusammensetzen mit mir selbst und einen sehr schönen Tee trinken und mir überlegen, welchen ZM ich verpflichte und was ich dann mit der Stürmersituation mache. Das, was mich halt am meisten an dieser Situation stört, ist, dass Rudnevs kein Spieler für die Bank ist. Rudnevs ist ein Spieler, der auch wirklich bei vielen Clubs Stamm spielen könnte. Kroll wird nicht ausgeliehen. Aber schön, dass ihr gefragt habt. Gleich mal rausmachen. Ich glaube, der Ausgleichsstatus ja ist noch drin. Darmstadt möchte Faker auch sein. Das ist sehr schön. Darmstadt, ihr seid dritte Liga, ne? Ne, zweite Liga, das ist umso besser. Schlüsselspieler sogar. Das ist sehr schön. Das könnte Faker viel bringen. Das ist perfekt. Bundesliga-Anmeldezeitraum machen wir dann später mal. Trennung von Köhlert müssen wir uns überlegen. Und die Vereine in Deutschland entlassen ihre eigenen Spieler.
Spahic kein Leverkusen-Spieler mehr, Kirchhoff nicht mehr, Kirch, Lengerek, Olic. Bender, oh. Olic. Was, ich meine, wenn er wenig Geld haben wollen würde, ne, so sagen wir mal 10.000, 15.000, das wäre doch eigentlich der ideale Backup, oder? Das wäre ähnlich wie bei Bayern mit Pizarro gerade. Das wäre doch eigentlich perfekt, aber Olic, wir wissen beide, dass sie so viel haben möchtest. Aber echt? Ach, du möchtest jetzt schon. Ach so, der möchte jetzt schon kein Spieler mehr sein, sondern Trainer. Na gut, Ibiza dann nicht. Vor allem, weil ich hier eine Werte leider überhaupt nicht sehe. Aber gut, ich werde dann übrigens auch gleich offscreen noch zwei Physiotherapeuten für unsere 19 verpflichten. So, wir nehmen erstmal alles an. Und dann entscheide ich, ob das gut ist oder nicht. Also in der nächsten Folge wird das schon ein bisschen interessanter dann aussehen. Was, 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 was? Unser Knebel hat mal wieder ein super Talent gefunden anscheinend. Aber nicht für so viel Geld, nicht für 1,6 Millionen. Er hat uns ja damals Pazlak gefunden für 350.000 oder so oder 500.000. Das war super, aber das hier, das ist nicht super. Rechter Verteidiger. Aber da fehlt zu viel von den Werten. Also klar, die physischen Werte sind super, aber Technik auch mit 15 nicht für diese 1,6 Millionen dann. Also, nee. Muss er dann nicht machen. Abbrechen. Dein Angebot für Rajkovic ist nicht so schön. Euro schauen wir uns gleich nochmal an. Europa League Update, ja. Also, Sie präsentieren heute Ihre neuesten Zugänge. Das muss doch ein gutes Gefühl für Sie sein. Ja, ist gut. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit diesen Spielern verstärken können. Wie intensiv haben Sie und Ihr Team diesen relativ unbekannten Spieler gesichtet? Rajkovic, um den geht's. Naja, Rajkovic, unbekannt ist er jetzt noch nicht, ne? Ich meine, er gilt eigentlich so ein bisschen als gutes Talent aus Serbien. Und wir haben gesehen, dass er zu haben ist. Also haben wir uns gedacht, ja, gönnen wir uns mal. Haben ihn auch, na gut, lange nicht beobachtet, aber ich sag's einfach mal. Rajkovic ist mit seinen 20 Jahren noch sehr jung. Haben Sie diese Verpflichtung mit Blick auf die Zukunft gemacht? Natürlich. Hatte die nächsten Jahre immer im Blick. Sie haben ja mit Rodolfo Cardoso noch jemanden, der Spanisch spricht. Wird er Mode helfen, um sich hier heimisch zu fühlen? Ich denke mal, werde ihn auch sicherlich um Hilfe bitten. Stimmen Sie denjenigen zu, die behaupten, dass der Vierjahresvertrag mit Mode ein Risiko darstellt, falls die Dinge nicht wie gewünscht ablaufen? Ehrlich gesagt, nicht so viel war es ja gar nicht vom Geld her. Von daher, ich habe da keine Sorgen. Ich bin guter Dinge, dass Mode uns verstärken wird. Sie haben mit Tolgay Arslan einen Spieler in der Mannschaft, der Türkisch spricht. Werden Sie ihn eventuell fragen, um sich mit Muhammed Demirci ein wenig zu kümmern? Ja, kann sein. Ist angenehm für Spieler, wenn sie halt Leute finden in der Mannschaft, die die Sprache können und ihnen halt alles zeigen können. Stimmen Sie zu, dass durch die geringe Ablösesumme deutlich weniger Druck auf Gentner lastet? Der ist ja gar nicht für die erste Mannschaft gedacht. Aber ich glaube nicht, dass die Ablöse notwendigerweise widerspiegelt, was von einem Spieler zu erwarten sein sollte. Sie haben Gentner für relativ günstige Konditionen verpflichten können. Werden wir sie in der Zukunft auch größere Beträge für Neuverpflichtungen ausgeben sehen? Vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung. Wird es langfristig ein Problem, dass er kein Deutsch spricht? Rajkovic schon wieder. Die springen aber von einem Spieler zum anderen, ne? Also, Fußball ist eine universale Sprache und Predrag wird prima zurechtkommen. Sie hoffen sich wohl, dass Wonnenborn in Zukunft einen großen Anteil an den Erfolgen vom HSV haben wird. Natürlich. Diese Fragen halt auch immer, ne? Was erwarten Sie denn, dass ich sage, ja, Rajkovic ist scheiße, weil er kein Deutsch kann? Das ist ein Unsinn. Aber ich möchte ihn trotzdem sehr gerne ausleihen, also verleihen. Das wäre mir sehr recht, dass er da schön Spielpraxis sammelt. Weil diese Konstellation mit Brunst bei uns dann und Deutschland ist wirklich weitergekommen. Gegen Italien sehr schön. Götze hat das Tor gemacht. Oh, De Rossi? Oder wer war das gerade, der da verkackt hat? Ja, De Rossi. Oh, schlecht. Gibt noch relativ viele rote Karten irgendwie in dieser Euro, ne? So, Belgien gewinnt 4-1 gegen Dänemark, Spanien 3-1 gegen Niederlande. Pedro Ramos und Martinez machen das Tor, Robben das andere.
Bei Belgien waren es Dembélé, Miralas und Lukaku. Cornelius auf der anderen Seite hat sogar einen Elfmeter noch verschossen. Deutschland und dann Griechenland, Ukraine läuft jetzt gleich noch. Halbfinale, Belgien, Spanien und Deutschland hat ein gutes Los. Deutschland könnte wirklich dann ins Finale kommen. Belgien, Spanien, oh Mann, das wird noch ganz interessant. So, das ist jetzt hier alles schon richtig so. Und jetzt kommt auch die Auslosung der ersten Runde. Letztes Jahr gegen Heidenheim, ne? Bisschen doof angestellt. Ich glaube, 2-1 war es dann am Ende. Und davor war es irgendein Kackverein, glaube ich. Oh, 2 bis 3 Tage zum Glück nur. Na, dann gucken wir uns mal an, wer es in diesem Jahr wird in der allerersten Runde des DFB-Pokals. Union Berlin, übrigens der Finalist vom letzten Jahr, spielt gegen Bayern Hof, dann Wuppertal gegen Bremen, Bayern Alzenau gegen Hertha Darmstadt, gegen Wolfsburg, oh. Borussia Neunkirchen gegen 1860 München. Hoffenheim spielt gegen Freialdenhoven. Würzburg gegen Augsburg. VfB Teller gegen Leipzig. Heinkendorfer SV gegen Bochum. Torgelower SV Greif gegen Gladbach. Union Sandersdorf gegen Nürnberg. Ingolstadt Fürth. Auch ein interessantes Duell. Ingolstadt ja abgestiegen. Neuruppin gegen Bayer Leverkusen. Wien Wiesbaden, neuer Zweitligist, gegen Düsseldorf. TSV Rosenheim gegen Köln. Hallescher FC gegen den HSV. Hallescher FC, da haben wir Finn Porath, glaube ich, hin ausgeliehen im letzten Jahr. Der hat uns hoffentlich schön viel Spionagearbeit zukommen lassen. Was haben wir denn noch? Jetzt stoppen wir mal und ziehen mal alle Teams. Villingen, Stuttgart, Bayern gegen TSG Kalbe, Frankfurt, Lautern, Lok Leipzig gegen KSC, Bielefeld gegen St. Pauli könnte noch ganz interessant sein. Aber sonst, ich glaube, sowas richtig Interessantes ist jetzt hier nicht dabei noch. Also gegen Halle. Beiersdorfer. Oh. Ist ja auch jetzt nicht ganz zufällig, oder? Mit. Nee. Das wär's ja. Eigentlich mal scouten. Könnte ganz interessant sein, vielleicht. Hallescher FC, also. Vor 2 Jahren sind sie aufgestiegen. Letztes Jahr 15. gerade noch so irgendwie. Lennart Tieding gibt's auch noch. Wurde nicht verlängert bei. St. Pauli sein Vertrag. Nun gut, ja, dann würde ich mal sagen. Sind wir durch für diese Folge? Das ist aber nicht so gut. Drenfeger wechselt auf Leihbasis zu Darmstadt. Wallenborn wird nicht ausgeliehen. Hat eigentlich jetzt auch seinen Marktwert verbessert, nachdem er jetzt für 3,4 Millionen zu uns gewechselt ist. Jopp, sehr gut sogar. Eben hatte er eigentlich noch so 500.000 oder so. Auf der Wunschliste von zwei Clubs. Könnt ihr euch mal schön abschminken. Uns wird Lewis Holtby angeboten. Für 6,5 Millionen. Wie macht der sich eigentlich so? 19 Spiele hat er nur gemacht. Naja, Louis, das wäre natürlich super, aber du wirst zu viel kosten. Also diese 80.000, die möchte ich dir einfach nicht zahlen. Und Tars Fortschritt ist sehr gut bisher, würde ich mal sagen. Also mit 20 hat er schon wieder richtig gute Werte. Generell sieht das sehr gut aus. So, er hat Euro mittlerweile seinen letzten Halbfinalisten. Ja, Ukraine. Ukraine ist durchgekommen und hat 2-1 gegen Griechenland gewonnen. Garmasch und Rotan haben mehr Tore gemacht als Samaris. Nach Verlängerung übrigens erst. Halbfinale. Oh, das wird sehr interessant. Also Deutschland gegen Spanien sieht ganz so aus bisher. Balotelli. Jakob Paulsen, Jorginho. Ist aber nicht so wirklich was Interessantes dabei, ne? Nö, eigentlich nicht. Nun gut, ja. Dann sind wir durch für diese heutige Folge. Hat wieder ziemlich lang gedauert, aber wir haben viel gemacht.
In der nächsten Folge wird es dann, denke ich mal, noch einen zentralen Mittelfeldspieler geben für uns. Und vielleicht ein Stürmer, da muss ich mich jetzt mal dran setzen und überlegen, was wir dort machen. Also, bis dahin. Tschüss.